Die Energiewirtschaft befindet sich derzeit im größten Umbruch seit 100 Jahren. Im Zuge der Energiewende modernisieren wir bei Amprion die meisten unserer mehr als 180 Schalt- und Umspannanlagen. Wir haben richtig große Effizienzen zu heben, indem wir die bestehende Infrastruktur anfassen, erneuern, renovieren und neu aufstellen. Je schneller und je besser wir die Netze ausgebaut haben, entlasten wir die Stromkunden, die Stromverbraucher, die Unternehmen in ganz Deutschland, weil wir erneuerbaren Strom haben und tragen zum Klimaschutz bei. Weil jetzt ersetzen wir damit nicht die Atomkraftwerke, sondern Kohle- oder Gaskraftwerke im Ruhrgebiet oder in Süddeutschland. Wir wollen ja in Deutschland im Jahr 2045 klimaneutral sein und damit geht ein wirklich großflächiger Ausbau unseres Übertragungsnetzes einher. Wir müssen zusätzliche Leitungen bauen, um die Stromkapazitäten zur Verfügung zu stellen, aber auch wie in Hanekenfähr hier die Umspannanlagen und die Schaltanlagen dazu ertüchtigen, diese Energien aufzunehmen und sie dann auch weiter zu verteilen. Für die neuen Herausforderungen, insbesondere die Anlandung der Windenergie auf der Nordsee, also sprich die Konverter, und der Notwendigkeit, dass wir hier Laststeuerung machen müssen, also Windenergie nicht ungezielt in unser Netz reinlassen, mussten wir halt die Anlage hier komplett einmal umbauen. Und die besondere Herausforderung ist dann, was so unscheinbar im Moment aussieht, dass wir halt quasi unter Spannung arbeiten. Die Anlage ist in Betrieb, die Anlage kann nicht freigeschaltet werden. Unser Ziel ist es ja, das Netz möglichst hoch auszulasten, bis an die Grenzen zu gehen. Und da ist es halt so, dass im AC-Netz der Stromfluss sich immer dahin bewegt, wo der geringste Widerstand ist. Jetzt haben wir mit dem Phasenschieber die Möglichkeit, diesen Widerstand zu variieren, um den Windstrom, der hier aus dem Norden ankommt, weiter zu transportieren in den Süden Deutschlands, wo ja die Verbraucher und die Lastzentren sind. Das ist ein wirklich gutes Signal für die deutsche Volkswirtschaft, für den deutschen Stromkunden, dass wir hier wirklich was Gutes tun, nämlich mit diesem Phasenschieber-Trafo innerhalb von weniger als 2 Jahren dieses Betriebsmittel vollständig amortisieren, weil wir ungefähr in 1,5 Jahren das an Redispatch einsparen, was die Investitionskosten dieser beiden Trafos hier mit sich bringen. Das alles ist gelungen in wenigen Jahren mit vielen gesetzlichen Änderungen, jetzt wirklich eine neue Geschwindigkeit reinzubringen, was den Netzausbau angeht. Im Wesentlichen ist das hier ein ganz, ganz besonderer Meilenstein für den Standort hier, für das Emsland, für Hanekenfähr, aber sozusagen stellvertretend für das, was gerade in Deutschland insgesamt passiert.